Hallo meine lieben Make-up-Lovers und herzlich willkommen zum ersten Teil meiner Make-up-Trend-Serie Frühjahr-Sommer 2015. Der erste Make-up-Look, den ich heuer für euch gemacht habe, ist dieser hier. Es ist ein No-Make-up-Make-up oder das Nude-Make-up, das vom Vorjahr mit hinübergeschwappt ist ins heurige Jahr. Es ist ein extrem gefragter Look, auch auf Fashion-Shows und Fotoshootings. Ich schminke diesen Look sehr, sehr oft. Er wirkt sehr einfach. Es geht darum, dass die Haut ungeschminkt aussieht und dennoch die Strahlkraft in diesen rosigen Teil hervorbringt. Dennoch bedarf es einiger Tricks dazu, wirklich so ungeschminkt auszusehen oder so natürlich auszusehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie man diesen Trendlook 2015 nachschminkt, dann bleibt jetzt dran und viel Spaß! So, und los geht's! Ich verwende eine ordentliche Menge von meiner CD-Feuchtigkeitscreme mit Wasserlilienextrakt. Für so ein No-Make-up-Make-up oder ein Nude-Make-up ist es sehr wichtig, die Haut genug mit Feuchtigkeit zu versorgen und daher gut eincremen vorher. Für diesen Look verwende ich heute das Dream Wonder Nude Make-up von Maybelline Jade. Es ist ein super leichtes, zartes Make-up und hat eine leichte bis mittlere Deckkraft, die man sich selbst aufbauen kann. Ich trage das Make-up mit dem 182er MAC Kabuki Pinsel auf, um es schön zu verstreichen und sehr, sehr fein und hauchzart und dünn zu bekommen. Für diesen Nude-Look ist es wichtig, wirklich nicht mit Make-up zu übertreiben. Deswegen habe ich eben eine Textur gewählt von Maybelline, die hauchzart ist, ganz fein und wo ich mir die Deckkraft selbst aufbauen kann. Mit den Fingern verstreiche ich das Make-up nochmal dort, wo man mit dem Pinsel nicht besonders gut hinkommt. Das ist so um die Nase und am Kinn. Und dann nehme ich mir ein Kosmetiktuch und entferne überschüssiges Make-up von meiner Lippe, weil ich es so natürlich wie möglich haben möchte und nicht auch mit Make-up bedeckt haben möchte. Aus der Catrice Allround Concealer Palette nehme ich mir die zweithellste Farbe und gebe die mit dem Ringfinger ganz punktuell nur auf die Stellen, die ich wirklich unbedingt abdecken möchte. Und unter den Augen lasse ich es ganz soft ausblenden. Das Make-up soll ja so natürlich wie möglich sein und daher nehme ich wirklich Abstand davon, mit dem Concealer großflächige Abdeckungen zu machen, sondern wirklich nur mit dem Ringfinger und ganz, ganz wenig Produkt, ganz punktuell, nur dort, wo es wirklich notwendig ist, das Produkt ein bisschen zu verteilen. Auch das No-Make-up-Make-up gehört ein bisschen fixiert und dazu nehme ich mir ein loses Puder. Ich nehme absichtlich loses Puder, weil ein gepresstes Puder mit Farbe oder mit Farbpigmenten einfach viel aufgetragen ausschauen würde. Und lose, farblose Puder wirken sehr fein und sind kaum sichtbar auf der Haut. Ich nehme einen großen Puderpinsel, tupfe einmal hinein und gebe ganz wenig auf mein komplettes Gesicht. Mit Vorzug natürlich an den Stellen, wo man leicht glänzen würde und unter dem Auge, um den Concealer zu fixieren. Dann geht es um die Augenbrauen und ich verwende von Maybelline den Dream Satin Stift in der Farbe Medium Brown. Und nachdem ich meine Augenbrauenhärchen mit einem kleinen Kämmchen nach oben gekämmt habe, nehme ich die eine Seite vom Stift und ziehe damit ganz leicht meine Augenbrauen nach. Ich möchte eigentlich nur einen natürlichen Look erzielen, das heißt, ich mache das ganz fein, ganz einfach und schaue, dass ich keine harten Kanten in die Augenbrauen hineinzeichne. Dann drehe ich den Stift um und auf der Rückseite befindet sich ein bisschen Augenbrauenpuder auf einem kleinen Schwämmchen. Und damit kann ich den Augenbrauenstift ganz soft verblenden und ganz natürlich aussehen lassen. Mit dem Augenbrauenbürstchen kämme ich nochmal stärker durch meine Härchen durch und verteile so noch einmal die überschüssige Farbe, falls eine vorhanden sein sollte. Aus der Urban Decay Naked 2 Palette nehme ich mir die Farbe Foxy und trage diese mit meinem Finger auf mein bewegliches Lid bis hinauf zur Augenbraue auf. Bei diesem Look ist es wichtig, auch das Auge optisch aufzuhellen und wach erscheinen zu lassen. Und da wirkt ein heller Lidschatten ohne Schimmer am allerbesten. Mit der Farbe Tease aus der Urban Decay Naked 2 Palette und dem MAC 222er Blender Pinsel gehe ich ein bisschen über meine Lidfalte und sorge dort für ein bisschen Dimension. Der helle Lidschatten alleine lässt das Auge ein bisschen flach wirken und deswegen gehe ich mit dem Blender Pinsel in ganz leichten Bewegungen einfach mit der Farbe Tease direkt in meine Lidfalte hinein. Mit dem Ringfinger nochmal leicht verwischen, damit es sehr natürlich aussieht
Und dann nehmen wir uns auch schon eine Wimpernzange und biegen die Wimpern nach oben. Dann nehme ich mir von L'Oreal die Volume Million Lashes Mascara und gehe damit wirklich nur in ein bis zwei Schichten ganz langsam und in einer rollenden Bewegung von der Wurzel der Wimper bis in die Spitze. Ich liebe diese Mascara für diesen Look, weil sie durch das Gummibürstchen die Wimpern extrem trennt und verlängert. Also ihr bekommt gar keine Klümpchen oder so Fliegenbeinchen, sondern es ist eine wirklich sehr präzise Wimperntusche, mit der ich diesen Nude-Look schönen Ausdruck verleihen kann. Jetzt muss noch ein bisschen Wärme und Farbe ins Gesicht und dann nehme ich mir von Essence den Sun Club Bronzer in der Farbe 01 Natural und ich gehe mit einem MAC 109er Pinsel nur ganz leicht in das Produkt hinein und trage es dann unter meinem Wangenknochen in ganz soften, kreisenden und streichenden Bewegungen ganz, ganz wenig auf mein Gesicht auf. Weiters gebe ich ein bisschen was von dem Bronzer auf meine Schläfen und tupfe ihn auch auf meine Nasenspitze und mein Kinn. Nur damit eben auf dem Gesicht ein bisschen Bewegung ist und dass es sehr schön strahlt und trotzdem sehr nude ist. Also Achtung, aufpassen, ganz, ganz wenig Produkt und sehr wenig Bronzer verwenden. Mit dem gleichen Pinsel gehe ich in einen Natural Rouge. Das ist ein ganz leicht rosiger, einfacher, matter Rouge. Und damit gebe ich jetzt noch ein bisschen Frischer in mein Gesicht. Und Achtung, aufpassen, es gilt das gleiche wie bei allen anderen Produkten. Immer ganz, ganz wenig. Also wirklich nur einmal reintupfen in das Produkt, am Handrücken abklopfen und dann ganz leicht aufstäuben auf die Wangen. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsprodukt für solche Looks. Und zwar ist es die Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Diese Creme hinterlässt auf der Haut einen wunderschönen Glow und einen wunderschönen Glanz. Es sieht sehr natürlich aus und ich verwende das auch sehr, sehr oft bei Fashion Shows oder bei Fotoshoots, einfach nur um der Haut wieder dieses Leuchten zurückzugeben, das sie eigentlich natürlicherweise durch Schweiß hätte. Das heißt, es wird simuliert, dass man leicht glänzt. Und ich trage die auf meine Lippen auf und dann mit dem Ringfinger nehme ich ganz wenig Produkt und trage das auf die oberen Wangenknochen auf, also dort, wo sich das Licht normalerweise bricht oder reflektiert auf einem Gesicht. Dort kommt eben dieser Hauch von Natürlichkeit oder dieser Schimmer, oder Schimmer ist es nicht wirklich, es ist Glanz. Dieser Glanz kommt hier auf den höchsten Punkt des Wangenknochens und ein bisschen auf meine Nasenspitze. Und tada, der No-Make-Up-Make-Up-Look ist fertig. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Lieben. Wenn euch mein erster Teil der Make-Up-Trend-Serie gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Alle weiteren Make-Up-Trends fürs Frühjahr und den Sommer 2015 habe ich euch jetzt hier verlinkt und ihr findet auch alle anderen Infos unten in der Infobox. Ich freue mich natürlich immer über eure Kommentare und Fragen und bin immer bemüht, dass ich denen auch gleich antworte. Und wenn ihr keine Serien, keine Make-up-Tutorials mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr auch gleich hier abonnieren. Ich freue mich natürlich, wenn euch die Make-up-Trends fürs Frühjahr und den Sommer 2015 gefallen und wünsche euch viel Spaß damit. Alles Liebe!